Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Valheim. Ein neuer Morgen, frisch repariert, ausgerüstet, geht zu Mutti. Wir haben was gedacht, Mutterberg haben wir das Ganze genannt. Wir werden mal ein Portal setzen da oben. Wir hatten ja, glaube ich, so einen kleinen Raum in der Burg eingerichtet. In der Nähe von Mutti. Das Vision. Oh Gott, wenn hier mal die Spinnen kommen, da bin ich aber froh, du. Da habe ich dann eigentlich keinen Bock. So, da ist markiert. Da müssen wir hoch. Boah, wenn hier mal das Krabbelzeug anfängt. Auch keiner. So. Ausdauer sammeln. Du erfrierst. Achso. Das ist auf jeden Fall ein Argument. Ne, ist jetzt auch noch Schneesturm hier. Na, fantastisch. Das sind die besten Voraussetzungen, um den Berg zu besteigen. Ich höre doch hier Wölfe heulen. Shit, ich habe mir da oben die Burg nicht markiert, ne? Die müsste irgendwas oberhalb von dem... der Bossmarkierung sein. Oh, da ist ein Golem. Hat er uns schon gesehen? Ach Quatsch, was soll der Geiz? Bisschen Ausdauer regenerieren. Wo war denn das? Das war relativ weit oben, oder nicht? Shit, warum habe ich mir diese Burg nicht markiert? Auch wieder Profi. Und die Basis unten habe ich mir auch nicht markiert. Das wollte ich beim letzten Mal noch machen, habe es schon wieder nicht gemacht. Naja, so ist es ja. Oh, hi. Ich dachte noch, der Berg sieht aber komisch aus, der Klumpen. Kommt der? Jo, der hat Bock. So, den müssten wir doch hier eigentlich sehen, die Burg, oder? Naja, bei dem Schneesturm sehen wir da nicht viel. Oh, warte mal. Hier habe ich aber was gesehen. Hier ist ein Ei drunter. Das leuchtet nämlich. Kann mir nicht kaputt machen, die Eier, oder? Hä? Das geht nicht. Wieso geht das nicht? So geht's auch. Du trägst zu viel. Ernsthaft? Wahrscheinlich wegen dem Holz, ne? Immer noch zu viel. So, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt wird es langsam Zeit, sich hier zu bewegen. Was hat denn hier gerade geknurrt? So, wo ist denn die blöde Burg? Da ist die Hütte. Da, ist es das? Meint ihr, das war das? Ich weiß noch, ich konnte von oben, konnte ich Mutti sehen. Muss das sein? Das muss doch das sein, oder? So, wo ist er denn? Da ist er. Ja, hier hat jemand eine Tür eingebaut. Am Ende ist es meine Bude. So, da haben wir doch schon mal das erste Ei. Das ist doch sehr fein. So,
So, dann bauen wir hier das Portal auf. Mutterberg. Ah, sehr schön. Nächste Haltestelle Heimat. Sehr cool. Dann haben wir schon das erste Ei. Das ist ja richtig nice. Dann packen wir hier mal den Stein rein. Ziehen uns noch so ein Würstchen rein. Noch eine Suppe. Und wie lange hält der? 5 Minuten haben wir noch. So. Dann gehen wir mal auf Suche nach noch weiteren Eiern, oder? Wahrscheinlich war es gar nicht so schlecht, dass es so ein bisschen dämmerig war. So, wo war denn das? Vielleicht finden wir am Berg noch mehr Eier. Ah, markieren. Basis markieren. Ja, hätte ich die Regie nicht. Home. Mutterberg. Stimmt, das Nest können wir markieren. Das war doch ein Respawn, ne? Aber wo war das jetzt eben? Das muss in die Richtung gewesen sein, weil das war direkt hier oben, oder? Direkt nebenan. Nest. Vielleicht haben wir Glück und es spawnt nach. Dann gucken wir mal an den anderen Stellen. Und ich würde auch gern Silber besorgen, weil sonst wird uns nichts übrig bleiben. Anstatt dass wir... Ne? Ah ne, das war Fallschaden. Dass wir Silber farmen und das auch nach Hause bringen dann entsprechend. Das heißt, wir müssen noch einmal mit dem Langboot nach Hause. So die Eier finden. Oh, hier unten ist Ebene, sehe ich gerade auf der Karte. Hier unten ist direkt Ebene. Wir sind auch wirklich JWD, oder? Ja. Also so weit war ich, glaube ich, noch nie draußen. Außer mal in der Multiplayer-Welt, die wir online gespielt haben. Oh, da höre ich einen Wolf rollen. World safe? World safe. Aber ob man hier jetzt Eier so einfach findet, ich glaube, das war fast eher ein Zufallsfund. Wir brauchen mal 3 Stück waren das, ne, vermutlich. Oh, da ist eine Burg. Da werden wir auf jeden Fall mal reinschnuppern. Hab ich noch einen Frosttrank dabei? Ja. Ach du Scheiße. Okay, wenn ich jetzt hier abschmiere, ist aber auch... Was gibt es? Eine Eisenspitzhacke der Gladiatoren. Nehme ich doch mit. Und Frostpfeile. Nice. Gibt's hier noch mehr? Nein. Nicht. Okay, so, wir wollen jetzt hier nicht abschmieren, wir müssen hier wieder hoch. Zum Glück ist unser Wikinger so eine kleine Bergzicke und zieht sich hier echt überall hoch. Oh, hi. Ups. Oh, Mist. Gegen was kämpft er denn? Warum hat er denn so geschrien? Gegen Golem gekämpft wieder? Jetzt hat er mich gesehen. Hat er vielleicht ein Ei markiert? Machen die das oder so? Vielleicht irgendwo ein Ei drin?
Das wäre doch cool, oder? Wenn die Drachen irgendwie einen Hinweis drauf... Ups. Einen Hinweis drauf geben würden, wo sich die Eier befinden. Da ist die Stelle, wo wir eben reingeballert haben. Da sind wir im Zweifelsfall hochgekommen. Gut, dann gehen wir einfach mal in die andere Richtung zu Mutti. Vielleicht finden wir da was. Wie lange haben wir denn noch? 23 Sekunden. Warte mal, wir müssen gleich mal einen Frosttrank reinwerfen. Was ist denn da unten? Da ist eine Hütte. Wir können ja mal ganz hoch gehen, oder? Moment. Kann ich nachwerfen? So, dann müssen wir eh gleich neue Frosttränke besorgen. Müssen wir sowieso vielleicht auch mal ein paar neue machen. Ne, da ist nichts drin. Und gegen Golem will ich jetzt noch nicht kämpfen. Da ist übrigens das Mutti. Ritualplattform, diesmal auch relativ frei, muss man sagen. So, jetzt müssen wir aber die Zeit in Augen halten. Denn sonst erfrieren... Da ist ja noch eine Burg. Sonst erfrieren wir definitiv. Jetzt kommen wir hier nämlich schnell genug einen Berg runter, dann wird es mich zerbröseln. Oder wir besorgen schon mal Silber. Natürlich auch eine Nummer, ne? Wir können natürlich mal die Silberroute anlegen und... Wobei... Ui. Wow. One-Hit-Bonder. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie einen Hinweis gibt, wo man Eier finden kann. Oder werden die aufgespürt? Das hatte ich... Da ist auch noch einer. Vorbei. Da war einer. Jetzt läuft's aber. Da ist ein Ei. Nice. Hat aber nicht lang Getöse gemacht. Da haben wir doch was. Nice. Markieren. Schön. Ei Nummer 2. Das läuft aber heute. Ganz hoch. Wie viel Zeit haben wir noch? 7 Minuten 31. Das ist in mehreren Ebenen geil, das Ding hier. Das Gebirge. Vielleicht sind wir ganz oben. Bin ich der König der Welt. Da höre ich was. Da höre ich ein Skelett. Ne. Was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn hier? Habt ihr hier eine einsame Berghütte? Was ist denn das? Das ist ja nett. Geschenk auf dem Berg. Und der König der Welt. Geht leider nicht weit genug raus. Cool. Da haben die Geschenke hier oben für einen aufgehoben. Erstmal hier schönes Turmschild.
Elementarschadenreduzierung. Was war das hier? Vor Frostschäden und Blitzschäden. Nice. So, wo geht's nach Hause? Da geht's nach Hause. Wir müssen uns mal langsam nach Hause machen. Denn die Frosttränke halten nicht ewig. Ey, das ist aber mehr ein Runterrutschen hier. Jetzt ein Gleitschirm, das wäre cool. Wenn sie das einbauen würden, das würde ich echt feiern. Das wäre echt klasse. Wollen wir hier runter gehen? Gehen wir mal hier rüben ein bisschen runter, damit wir einen anderen Weg gehen. Vielleicht haben wir noch ein Glück, noch ein Ei zu finden. Nee, Quatsch, wir müssen das Ei nach Hause bringen. Wir müssen das Ei erstmal in die Basis oben bringen. Alternativ in die Ritualstätte von Mutti. Können wir auch direkt in die Ritualstätte reinpacken. Oh, da ist noch eine Frostdrüse. Und da ist ein Wolf. Mit den vorperforieren. Mit dem Bogen eventuell. Okay, aus vorperforieren wurde Dreck killen. Oh, der hat noch einen Kollegen dabei. Der macht... Boah! Ich wollte gerade sagen. Schande! Das hätte ich mal lassen sollen. Eieieieiei. Huch. Boah, so ein Zwei-Sterne-Wolf. Der hatte... der hat Biss. Nennen wir es mal so. Okay, cool. Oder auch nicht. So, was essen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was zu essen. So. Wie machen wir das jetzt? Im Eiskalten darüber. Ja, das gibt ja einen Spaß. Vor allen Dingen werden wir jetzt Probleme haben, an unser Zeug zu kommen, wenn der Wolf da ist. Da können wir nur reinrennen. Erstmal ein bisschen die Energie auftanken lassen. Und wir müssen den Dings aktivieren. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Wir hätten mal den Knochenmanns aktivieren sollen. Natürlich sterben wir ohne Knochenmanns-Buff. Mist. Wäre ich auf meinem Stein stehen geblieben? Ich dachte noch, es wäre vielleicht ganz gut abzuwarten. Naja. So. So, den Eindrang lasse ich hier. Und jetzt auch noch Schneesturm. Fantastisch. So. Da lang. Da leuchtet auch irgendwas in dem Ding drin. Ui, das war hoch. Drachen, den brauchen wir nicht gerade. So, Ausdauer regenerieren. Muss man von der Minimap ein bisschen näher ran, damit ich weiß, da sind wir. Da sehe ich auch mein Zeug schon liegen. Ist er da noch? Ja. Scheiße, der steht auch noch direkt an dem Ding. Schieß mich, wie du willst. Ich werde jetzt im Moment nicht kämpfen. Das ist der größte Nachteil mit diesem Gürtel. Uiuiuiuiui.
Achso, ich habe irgendwas dabei. Was verhindert das Teleportieren? Ich glaube, die Eier, ne? Das ist der größte Nachteil beim... wenn du den Gürtel hast, weil den hast du im ersten Moment ja aus. Und dadurch ja ganz nichts tragen. So. Puh. So, ganz kurz mal regenerieren. So, wo haben wir denn? Da oben haben wir das Gold drin gehabt, ne? Das haben wir. Knochen haben wir. Was machen wir denn mit den Eisenschildern? Die können wir eigentlich auseinandernehmen, oder? Oder wir entzaubern sie. Das entscheiden wir später, wenn wir es brauchen. So, Frostpfeile. Lager ich mal hier. Und dann haben wir noch eine zweite Eisenspitzhacke bekommen. Haltbarkeit 65%. Spitzhackenfertigkeit plus 3. Stichschaden plus. Aber die Haltbarkeit ist schon echt gut, wenn wir unterwegs sind. Deswegen lassen wir das mal da. Perfekt. Gut. Stimmt, da hast du recht. Die zweite Regie hatte auf jeden Fall immer recht. Die zweite Spitzhacke mitnehmen, gerade beim Silberfarmen, ist auf jeden Fall eine gute Nummer. So, reparieren wir kurz noch unsere anderen Sachen. Zerlumptes Hemd repariert? Oh. Ich dachte gerade, wie so ein zerlumptes Hemd, das hast du doch gar nicht an. Dann ab ins Bett. Ist schon 8:30. Wir hatten schon einen Tod heute. So, jetzt fehlt nur noch ein Ei. Ein Ei und Silber. Frosttränke brauchen wir. Apropos Frosttränke, da sollten wir mal nachlegen. Frost. Frostwiderstand. Honig, Blut, Grauzwergen, Disteln. Honig, Blut, Grauzwergen, Disteln. Ich hoffe, das langt. Na? Da wird doch der eine langen, oder? Ja, der eine langt. Habe ich gerade beschlossen. So, ich finde es ein bisschen schade, dass man den Honig nicht so wirklich nutzen kann. Also da hat man viel zu viel von. Und ich finde, das würde eigentlich... eigentlich eine gute Nummer, wenn man da irgendwie noch was anderes draus machen könnte. Irgendwas zu essen. Keine Ahnung. Und wenn es nur ein Met ist. Für Spaß am Abend. Oh, die Rüben sind fertig. Das ist natürlich sehr angenehm. Aber die Wölfe sind doch echt eine Nummer. Also da muss ich doch sagen, das überrascht mich immer wieder. Da sollte ich mir auf jeden Fall den Buff reinziehen, wenn ich einen Wolf gesehen habe. Damit ich beim nächsten Mal nicht direkt wieder kapituliere nach zwei Schlägen. Und wenn du überlegst, dass dann ein 5-Sterne-Wolf auftauchen kann. Uiuiuiui. Da hatte ich echt bei dem ersten, den ich da getroffen habe, hatte ich wirklich Glück. Ich weiß nicht, wie waren das? Waren das 3- oder 4-Sterne-Wolf? Was wir beim ersten Mal im Gebirge hatten. Weiß ich gar nicht mehr, was das war. So, ein bisschen Gartenarbeit. Nach dem Tod sollte man immer ein bisschen Gartenarbeit machen.
um wieder am Leben teilzunehmen. So, haben wir gleich. Da können wir noch ein bisschen Rübensuppe kochen für unterwegs. Ja? Was? Umgegrabene Erde? Erkennt er hier nicht, oder was? Aha. Okay, da bin ich wohl mit dem Weg ein bisschen weit reingekommen. Ins Beet. So, haben wir immer noch genügend. Das ist natürlich nice. Jetzt gibt es leckere Rübensuppe, frische. So, was war das? Fleisch und Rüben, oder? Meine ich. Immer drei Rüben, ein Fleisch. Ja. Gut, Portal aufgestellt. Schon 2 von 3 Eiern gefunden. Ist natürlich eine richtig gute Nummer. Silber werden wir noch ein bisschen suchen. Die müssen wir dann runterbringen, den Berg. Dass wir uns, und da müssen wir genügend mitnehmen, dass wir nämlich dann zu Hause direkt einen Umhang machen können. So, 10-mal Suppe. Dann packen wir den Rest hier rein. Sehr schön. Gut, ihr Lieben. Sind wir durch? Schon wieder eine Folge, so schnell rum. Bisschen Eier, bisschen Drachen bekämpfen, bisschen sterben. War alles mit dabei in der Folge. Also. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.